Ja, hallo, hier ist Achim Weidner aus Rüsselsheim am Main mit dem zweiten Beitrag in meinem Videoblog, heute nicht am Freitag, sondern schon am Donnerstag, mit einer subjektiven Sicht auf die Welt. Man kann es so sehen, man kann es auch lassen. Und heute habe ich das Thema Digitalisierung und artverwandte Thematiken hier auf meinem Spickzettel stehen. Zunächst möchte ich euch für den 25., das ist am Dienstag um 18 Uhr, zu meiner dritten Gesprächsrunde über den Stand der Digitalisierung ins GPR hier in Rüsselsheim einladen. Hier unten unter diesem Beitrag oder unter meinem Videoblog könnt ihr dann weitere Informationen entnehmen auf der Homepage. Und die Bitte ist, weil wir auch genug Stühle bereitstellen wollen, dass ihr euch über die dort genannte E-Mail-Adresse anmeldet. Also am 25. Ja, Juni, 18 Uhr, Gesundheits- und Pflegezentrum hier in Rüsselsheim, GPR, über die Digitalisierung. Und an diesem Hotspot der Digitalisierung wird uns der Geschäftsführer Achim Neier mal einige Ausblicke geben, die sozusagen, was eben im Gesundheitswesen unter dem Stichwort Digitalisierung uns erwartet, heute schon da ist, wie viel Terabyte Datenspeicher dort im Krankenhaus sind, wie die Digitalisierung alle Bereiche der ärztlichen Versorgung schon heute durchdringt. Und vielleicht erfahren wir auch, wenn die ersten Roboter im OP-Saal oder in der Altenbetreuung in Rüsselsheim tätig werden. Also bitte hier nochmal unten unter diesem Beitrag ist die Website genannt. Dort könnt ihr euch eintragen, euch anmelden. Kostet natürlich nichts. Das ist eine Veranstaltung, die ich am Anfang dieses Jahres gegründet habe, weil ich denke, Digitalisierung muss auch irgendwas zum Anfassen sein. Das ist ja ein großes, blumiges Wort. Und die Idee ist, an die Hotspots der Digitalisierung zu gehen. Beim letzten Mal waren wir bei Thomas Jühl in Raunheim. Der hat uns etwas über die Firma Geely erzählt. Und an dieser Stelle einen herzlichen Gruß an Drei Gewinnt, an Bürgermeister Thomas Jühl, Manfred Ockel und Mark Pei vom Deutsch-Chinesischen Innovationszentrum in Raunheim, die justament in China unterwegs sind. Und die Woche konnten wir dann schon einen Beitrag darüber lesen, dass die Herrschaften sich von West nach Ost auch an die Produktionsstätte von Geely, diesem neuen Unternehmen, was in Raunheim sich angesiedelt hat. Und bedauerlicherweise fehlt auf dieser Fernostreise der Rüsselsheimer Oberbürgermeister. Aber wir haben noch andere interessante Sachen in dieser Woche erlebt. Zum Beispiel hat Opel den neuen e-Corsa vorgestellt. Also das ist natürlich der Beginn einer Elektrifizierung bei Opel oder einer Teilelektrifizierung. Das Auto ist noch relativ teuer, aber irgendwo muss man ja anfangen. Ganz merkwürdig finde ich in diesem Zusammenhang, dass der Oberbürgermeister berechtigterweise bei der Präsentation des neuen e-Corsa dabei war, auch wichtige Worte dort gesprochen hat. Allerdings ist wohl zeitgleich dann eine Pressemeldung lanciert worden, also aus dem Rathaus, dass sich Stadt Rüsselsheim 5 Renault E-Autos gekauft hat. Davon geht natürlich jetzt die Welt nicht unter, aber ich finde, das ist sozusagen keine schöne Sache. Hier am Standort Rüsselsheim diese zwei Meldungen an einem Tag, da gab es ein Bild oben bei der e-Corsa und drunter stand, die Stadt kauft e-Renaults. Ich finde das unglücklich, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ich glaube jetzt nicht an Verschwörungstheorien, aber irgendwie ist gezielte Öffentlichkeitsarbeit darin nicht zu erkennen. Zumal ja in Rüsselsheim mit der Adam Opel AG, nee, GmbH ist es ja heute, nein, das muss umlernen, das heißt ja Opel Automobile GmbH, naja, die Welt ist im Fluss. Da gibt es ja jetzt das Projekt 1300 Ladesäulen. Warum kommt da keiner auf die Idee, vielleicht mit Opel mal einen Deal zu machen, dass während dieser Testphase in Rüsselsheim vielleicht mal 5 Opel Corsas ausgeliehen werden, damit die Stadt Rüsselsheim da mal den E-Mobilitätspraxistest macht. Also meine Bitte in Rüsselsheim, ein bisschen mehr vorausdenken, ein bisschen mehr Planung, ein bisschen mehr ein großes Design, dass die Dinge auch passen. Ich fand das nicht so prickelnd. Über die Fragen, ob man kauft nicht bei, Pünktchen, Pünktchen und den Konflikt zwischen Thorsten Weber und dem Bürgermeister, nein, dem Parteivorsitzenden oder Sprecher der Grünen im Kreis, will ich mich jetzt nicht dazu äußern.
Da wurden ja schon viele Stellungnahmen abgegeben, es wurde wild kommentiert. Also wie gesagt, ich würde solche Sätze in Zukunft erlassen, dann gibt es auch keine Streitereien, denn kein Schüler in Hessen würde schreiben, kauft nicht bei Amazon oder Kaufhof, der würde schon an die richtige Konnotierung denken und würde es lassen. Also am besten vorher Kopf einschalten, wenn man provozieren will, richtig. Und es ist immer schlecht, wenn man provozieren will und muss dann die Provokation erklären, weil sie irgendwie keiner verstanden hat oder weil in der Schule das in eine andere Richtung geht. In diesem Sinne liegt ja jetzt noch ein Feiertag vor uns, also der Montag. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, bis sozusagen zu meinem dritten Videoblog. Und denkt daran, hier unten, Hotspot der Digitalisierung, GPR Rüsselsheim, 25. Juni, 18 Uhr, bitte anmelden. Das kostet natürlich nichts. Aber wer über Digitalisierung reden will, der kann mit uns ins GPR kommen, wird einen tollen Vortrag von Achim Neier hören. In diesem Sinne, Rüsselsheim, okay, keine schlechte Sache.